Am 12. Dezember 2014 ging in Bochum eine Ära zu Ende. Das Opel-Werk schloss für immer seine Tore. Ein großes Stück Identität ging verloren. 4 von einst 7 Werkslokomotiven kamen ins Opel-Werk nach Rüsselsheim. Lok Nummer 5 kam ins Eisenbahnmuseum nach Bochum-Dahlhausen. Die Lokomotiven haben immer gute Dienste geleistet, bei Regen, bei Schnee. 6 Jahre später kehren die 4 Maschinen aus Rüsselsheim ins Ruhrgebiet zurück. Ihre neue Heimat haben sie in Herne gefunden. Willkommen daheim. Die gelben Rangierlokomotiven vom Typ Henschel DH500 waren das Aushängeschild auf dem Rangierbahnhof vom Opel-Werk in Bochum-Leer. Bei ihrer Abholung 2015 hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die 4 Maschinen jemals wieder ins Ruhrgebiet zurückkehren würden. Der Bahnübergang über die alte Wittener Straße kündigte einst die Werkseinfahrt an, für immer vorbei. Heute gedeiht die Natur auf der Opel-Trasse, die kurz vor dem Bahnübergang an einem Prellbock endet. In Leer verfügt ein Umspannwerk noch über einen Gleisanschluss für mögliche Trafozustellung. Weiche und Zufahrtsgleis wurden im April frisch ausgebessert. Überraschend war jedoch die Aussage von Anwohnern, die uns erzählten, dass das Umspannwerk mit keiner Zustellung per Schiene mehr plant. Neu verlegt wurde der Anschluss trotzdem, sodass zumindest die Chance besteht, dass auch in Zukunft nochmal ein Zug hier rauffahren kann. Mit dieser Thematik muss sich der ehemalige Rangierbahnhof vom Opel-Werk nicht mehr befassen. Hier wird definitiv nie wieder ein Zug entlangrollen. Die alten Hallen wurden komplett abgerissen. Auch ein Großteil der Gleise wurde bereits entfernt. Aktuell entsteht auf dem Gelände das Gewerbegebiet Mark 517. Als neuer Anlieger hat sich DHL mit einer großen Halle hinter dem aufgeschütteten Hügel angesiedelt. Die Zustellungen für Opel waren auch bei Eisenbahnfreunden durchaus beliebt. Gordon Thomas erinnert sich. Ich hatte also auch öfters hier in der Gegend fotografiert und habe auch die einfahrenden und ausfahrenden Ersatzteilzüge und Autozüge hier fotografiert. Ach, hast du gemacht? Habe ich gemacht, ja. Oh, das war toll. Auch schon länger her, so ich schätze so um 2008 oder 2010 mag das wohl gewesen sein. Oh ja, das ist ja schon 10 Jahre. In Zukunft werden wohl auch die letzten Gleise abgebaut. DHL benötigt keinen Bahnanschluss und auf der Trasse soll ein Radweg nach Bochum-Weidmar errichtet werden, mit Anschluss an den Spring-Gorum-Radweg. Das alte Stellwerk LR wird den Umbau zum Radweg wohl ebenfalls nicht überleben. Es müsste schon kernsaniert werden. Bei unserem Besuch bot sich im Inneren ein ziemlich erschreckendes Bild. Der Dachboden ist halb heruntergestürzt, die Fenster fehlen komplett. Die Ruine LR ist ein stummer Zeuge, der an eine Zeit erinnert, die nicht mal ein Jahrzehnt zurückliegt. Innerhalb weniger Tage machten sich die Lokomotiven im Sommer 2015 auf den Weg in ihre neue Heimat. Besonders spektakulär war die Abholung von Lok Nummer 5, denn da kam sie ins Spiel, 38-22-67. Ihr wurde die Ehre zuteil, Nummer 5 ins Eisenbahnmuseum nach Bochum-Dahlhausen zu bringen. Ich war persönlich damals nicht vor Ort. Einige Fotografen haben mir netterweise ihre Aufnahmen zur Verfügung gestellt. Videoszenen gab es nur wenige. Die Abfahrt im Werk wurde mit einer kleinen Digitalkamera gefilmt. Ich habe mich trotz der etwas schlechteren Bildqualität bewusst dafür entschieden, sie ins Video mit reinzunehmen, da es sich um eine Rarität handelt.
Nummer 5 besitzt im Gegensatz zu ihren Schwestern als einzige noch einen Stangenantrieb. Wie der Baureihenname Henschel DH500 schon sagt, wurde sie von gleichnamiger Firma in Kassel gebaut. Gleiches gilt übrigens auch für die P8. Und so waren am 16. Juni 2015 zwei Kasseler Originale unterwegs von Bochum-Leer nach Dahlhausen. In Steele war einiges los auf dem Bahnsteig. Viele Schaulustige nahmen alles sehr genau unter die Lupe. Der WDR, der die komplette Tour für die Lokalzeit Ruhr dokumentierte, führte, während die P8 umsetzte, zahlreiche Interviews. Drei Monate später, im September, präsentierte sich Nummer 5 den Besuchern im Eisenbahnmuseum bei den Museumstagen und fuhr dabei sogar aus eigener Kraft. Die Lokomotiven 2, 7, 8 und 9 wurden per E-Lok nach Rüsselsheim überführt. An diesem Punkt wäre die Geschichte eigentlich zu Ende erzählt gewesen. 6 Jahre lang gab es andere Themen, wie zum Beispiel den Fristablauf der P8 im Herbst 2017. Sie steht aktuell neu eingeachst und mit Kessel auf dem Rahmen im Museum. Nach einer fast 2-monatigen Arbeitspause aufgrund der hohen Inzidenzzahlen konnten die Instandsetzungsarbeiten am 27. Mai wieder aufgenommen werden. Hoffen wir, dass sich die Lage weiter verbessert. Von den Rüsselsheimer Maschinen hörte man lange nichts mehr. Warum auch? Sie haben ihr neues Zuhause erreicht und ihren Dienst weiter verrichtet, wenngleich 2 Lokomotiven keine gültigen Fristen mehr besitzen. Vor einigen Wochen, Anfang Mai, tauchte plötzlich allerdings die Meldung auf, dass die Lokomotiven zurück ins Ruhrgebiet kommen, genauer gesagt zur BAV-Aufbereitung Herne GmbH. Zugpferd für die Überführung war 225-133. Am frühen Morgen des 13. Mai machte sich die Fuhre in Rüsselsheim auf den Weg. Über Rüdesheim und Koblenz führte die Fahrt rechtsrheinisch weiter in Richtung Köln. Zur Mittagsstunde wurde Hammerstein durchfahren. Spich. Kennen Sie nicht? Ich auch nicht. Tante Google sagt, zugehörig zu Troisdorf. Nun denn. Halten Sie Abstand von der Bahnsteigkante und betreten Sie den gekennzeichneten Bereich erst nach rechts. Lintorf bildet die Grenze zwischen Rheinland und dem Ruhrgebiet. Auch hier wird der Zug von zahlreichen Kameralinsen erwartet.
In Bottrop erreicht die Garnitur Ruhrgebietskulissen. Die Hoffnung auf die weißen Wolken vom Löschen des Kokses auf der Kokerei Prosper ist jedes Mal groß. Aber meistens hofft man vergebens. So auch bei den Opel-Lokomotiven. Eine Woche zuvor waren wir schon mal in Bottrop, auf gegenüberliegender Kokereiseite. Eine grüne DH500 wurde von V36 412 von Essen nach Münster gebracht. Das Video zu dieser Überführung erscheint in den kommenden 2 Wochen. Wir kommen jetzt zu einer Szene, aber da habe ich vorher erstmal eine Frage an euch. Wisst ihr eigentlich, was beim Film absolutes Gift ist? Naja, Stress. Stress ist es. 20 Minuten vor planmäßiger Durchfahrt tauchten die Kisten plötzlich am Rhein-Herne-Kanal in Gelsenkirchen auf. Auf den letzten Drücker, so gerade eben, war ich aufgebaut. Bis auf die nicht fest genug angezogene Arretierung am Stativ. Ja. Immerhin ist die Aufnahme hinter der Kanalbrücke stabil geblieben. Der Anschluss der BAV ist nur vom Bahnhof in Recklinghausen Süd erreichbar, wo die Garnitur am frühen Nachmittag pünktlich eintraf. Als Bonus zu den Opel-Lokomotiven gab es in Recklinghausen noch diesen schweren Güterzug zu bewundern. Wir wissen es alle, Orange trägt nur die, aber lassen wir das. Saudade ist portugiesisch und bedeutet so viel wie Traurigkeit, die einem bei schöner Erinnerung beschleicht. Das Gelände in Leer ist für die ehemalige Belegschaft heute auch Saudade. Hoffen wir, dass wenigstens die Lokomotiven bei der BAV nochmal an alte Glanzzeiten anknüpfen können.
Erinnerungen an das Opel-Werk werden uns durch Geschichten und Bilder auch in Zukunft noch lange erhalten bleiben.